Herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Wie immer mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Und wir bauen die Minen von Moria. Wir sind mittlerweile schon bei Tüte Nummer 3. Ja. Da ist sogar ein Orten. Sogar zwei. Ork. Mord vom Ork. Oh, Legolas mit bei. Sehr schön. Okay, mal gespannt. Aber das ist kein Ort. Das ist Legolas. Das ist kein Ort. Da wollen wir mal gucken. Bei der P. Das hat ja irgendwie. Das ist gleich mein grüner Kopf. Ja, die sind verteilt, ne, die Figuren halt mal. Ja, ist ja auch szenenbedingt, sag ich mal so ein bisschen. Auch, ja. Die falschen Haare hier, oder was ist los? Falschen Haare? Hier gibt's keine falschen Haare. Nimm mal den hier. Muss er da was bei sagen, doch da war. Ja, jetzt hat er. Ah, ich muss dringend zum Friseur. Speer. So, wo hat er denn hier sein? Ein Schild? So, da kommt jetzt mal die dicke Axt oder was das ist. Dann packe ich mal hier bei. Figur zu Figur. Wow. Das sind die Moria Orks, die sehen ein bisschen anders aus. Grün. Nein. Wie Captain Kirk und nee, Spock. Die Keule. Ich krieg das Schwert. Was? Wie? Moment, stopp. Warum nimmst du mir das weg? Du kriegst die Keule. Wo steht das? Da. Wie kommst du denn darauf? Wir haben doch dieselbe Figur, nur mit anderen Klamotten in der Hände. Ja, deswegen, ja. Und warum nimmst du mir meins jetzt weg? Was soll das denn? Mein Schild und mein Schwert. Ja. Schiss. Du bist eigentlich ja drüber mit dem Morgenstern. Na gut. So, wir können wieder so anbauen. Ja, parallel bauen, das ist schön. Ja, das macht dann mal wieder Spaß. Ja, schneller, verdammt. Jetzt aber. Jetzt will ich wissen. Jetzt will ich wissen, aber du bist schneller. Ich hab keine Chance gegen dich. Oh, dann blättern sie mal. Skandal. Ich mach schon mal in Ruhe. Skandal in Ruhe. Mit Krone und Diamanten. Ja, nehme ich. Ja, wenn nicht. Ja. Und jetzt. Ja, die kommen auch nicht im Film vor, aber ist halt auch so ein Gimmick. Ich wollte gerade fragen, wie das denn ist. Ja, habe ich wieder vorweggenommen. Macht ja nichts. Sind ja um jede Information da. Ja, habe ich gerade gewonnen und der hat doch schon gewonnen. Das ist eine Frechheit. Wo bin ich? Heißt. Ja, was ist der Dreier? Nicht da. Ich glaube, diesmal kommen wir nicht drum rum. Das ist er doch. Ja. Blumfisch! Ja. Bin ich. Ja, gut, dass du es zugibst. Sonst hätte ich es dir sagen müssen. Oder wen? So. Na, der Dreier da. Damit hast du es heute.
Ja, mit 3ern habe ich es heute nicht. Schade eigentlich. Warum kann man das hier rein und aussehen? Was hat das für einen tieferen Grund? Habe ich angeordnet. Damit die halt versteckt ist, ne? Ah ja, okay. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja. Ah, doch die, okay. Die mit Loch. Die war schon überlegen. Ja. Komm schon, du Sau. Sowas. Ja. Auch ein schöner Titel. Nee, der ist nicht so gut. Der ist zu offensichtlich. Fast. Welt. Schon beklebt sind, also nicht wundern, die hier. Ah, die Kleber. Komm doch mal hier, ums. Das ist der Höhleneingang sozusagen. Hallo Schatz! Genau. Das. Hallo Schatz, oh gut. Ja. Hallo Schatz, ich bin zu Hause. So, das ist da hinten. Mhm. Warte, da kommen noch mehr. Ach ja, dieser. Hier unten. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Diese kleinen Steinchen. Oh, eine Bibliothek. Ja, alte Bücher, ne? Kann interessant sein. Auf jeden Fall. Altes Wissen. Da, den soll ich immer. So, das ist da schon. Nee. Da kommen ja erstmal diese. Ach so, diese. Ah, alles klar. Und alles dann da drauf. Ja, dann kommt der hier drauf. So. Genau. Richtig. Mhm. So. Jetzt brauchen wir eine Ampel. Genau, zum Tribute. Tribute to Traffic Light. Rot, gelb und grün. Mhm. Der andere kommt in die andere Richtung. Aha. Sehr merkwürdig. Das war eben eine Höhle. Na, wären und deswegen. Hölle. Höhle, nicht Hölle. Hölle. Ich bin so voller Hölle. Leicht von der Hand. Ja, ist doch besser als vorhin. Da mussten wir schon deutlich mehr aufpassen, was wir machen. Stimmt. Du musst jetzt auch aufpassen. Was denn? Der Fähre guckt nach innen. Der guckt nach innen? Der guckt nach innen. Die gucken auch nach innen, so meinst du das? Ist
Kein Grund, ihn mir wegzunehmen. Kriegst du ihn ja wieder. Achso, da kommt dann so einer rein. Genau. Okay. Habe ich die falsche Farbe in der Hand gehabt. Kloppen. Bam, bam. Kurz davor. Achso, dann kommen wir diese Flasche rein. Genau. Von der Rückseite sieht das ja witzig aus. Ne? Und jetzt kommen die Flaschen davor. Achso, ja, da war ich noch gar nicht. Ja, damit das eben diese schöne Optik gibt. Eine schöne Optik. Könnt ihr noch nicht sehen, also lasst euch überraschen. Keine Angst, wir wissen, was wir tun. Denn sie wissen, was sie tun, genau. Er hätte auch machen können. Ne. Warum nicht? Ne. So. Kleben ist schon erledigt. Ja, und Zeugs drauf. Dann sind wir sogar durch. Und warum ist der hier über was damit? Hier oben drauf. Ah ja. Nicht übrig. Oh, Verzeihung. So, das Speerchen kommt hier in der Ecke. Ein Speerchen? Buch. Flasche. Du Flasche. Hey, die kommen ja auch so nie vor. Ja, das Deko halt, ne? Genau. Ja, das war... Eine Schatztruhe, die euch verarscht. Na, 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 na. Genau. Und jetzt sag mal, warum, was ist da der tiefere Sinn? Ist, weil du sagst, ist es im Film nicht so? Nee, im Film ist das nicht. Oh, guck mal, ein Schatz. Ja. Okay. Gut, nächste Video, letzte Tüte. Stimmt. Stimmt. Alles klar, bis dahin. Tschüss.